Hallo und herzlich willkommen zu meinen Dezember-Favoriten. Eigentlich hatte ich ja überlegt, ein ganzes Jahres-Favoriten-Video zu machen. Eventuell mache ich das auch noch, aber ich hatte jetzt im Dezember einige Favoriten und ich kann sie ja nicht direkt als Jahresfavoriten pauschalisieren, deswegen heute das. Es ist vor allem im Bereich Beauty und Pflege. Ich habe wirklich da sehr, sehr viel Neues. Leider nicht so viele Lifestyle-Sachen. Da gibt es nur 2 Lieder und 2 Serien. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wenn euch soweit das Video gefällt, würde ich mich jetzt schon über einen Daumen hoch freuen. Let's go! Fangen wir mal ganz kurz mit einem Fashion-Favoriten an. Und zwar habe ich mir tatsächlich zum Black Friday endlich eine Brille geholt. Ich wollte jetzt schon eine Weile eine Brille mit Blaulichtfilter, weil ich weiß zwar gar nicht, ob das wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass es was bringt, aber ich bin super viel vorm PC derzeit, wegen der Uni, wegen der Arbeit. Ich habe sehr oft Kopfschmerzen. Zudem habe ich schon seit Jahren eine leichte Sehschwäche und mein Arzt meinte immer, ich soll mir keine Brille holen. Dann habe ich da nochmal meine Sehschwäche getestet und mein eines Auges ist schlechter geworden. Deswegen habe ich mir bei Mr. Spex zum Black Friday eine Brille geholt. Die Brille, die ich mir geholt habe, ist von Ray-Ban. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Brillen nicht aus, wo ich jetzt das Modell sehe, aber ich habe auf jeden Fall eine E-Mail. Also ich werde euch die Brille einfach in der Infobox verlinken, wenn sie euch interessiert. Die ist in so einem sehr schnieken Roségold und ihr seht auch schon den blauen Shift, den es hat durch diesen Blaulichtfilter. Und ich hatte auf Instagram gesagt, dass ich jetzt eine Brille habe und einfach so viele Leute haben geantwortet, oh mein Gott, dir steht die Brille voll gut und es sieht so aus, als hättest du sie schon immer getragen. Und ich war so, danke. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich finde auch, dass sie ziemlich cute aussieht und ich muss sagen, mein 14-jähriges Ich ist screaming, weil ich mit 14 wollte immer so eine Brille als Accessoire, so eine große Brille, weil ich fand immer, das war so ein Bücherwurm-Vibe, aber so ein sexy Bücherwurm-Vibe, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich sie ganz schnieke. Ja, man sieht es mit dem Blauen leicht, aber stört mich jetzt nicht so. Am Black Friday haben wir auf jeden Fall Angebote bekommen, aber insgesamt haben wir für die Brille 120 Euro, glaube ich, bezahlt. Und ich mag sie sehr gerne. Also ich finde sie schnieke. Ich habe sie seitdem jetzt erst ein paar Mal getragen. Aber man merkt voll, selbst wenn ich nur eine leichte Sehschwäche habe, diesen Unterschied, sobald man eine Brille trägt. Irgendwie sieht alles ganz anders aus. Die Brillenträger unter euch können mir gerne mal sagen, ob das normal ist, dass euch leicht schwindelig wird, wenn ihr die Brille aufsetzt und sie dann wieder absetzt. Irgendwie ist das ganz weird. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Apropos Fashion. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich da Ocean's Park getestet habe. Und ich meinte da ja schon, guckt im nächsten Video, da zeige ich euch das nächste Set. Und das, was ich gerade trage, ist das zweite Set von Ocean's Apart, was sie mir netterweise zugesendet haben. Es ist ein Set aus einem beigen Top und einer beigen Jogginghose. Ich meinte ja auch, dass ihr hier nochmal einen anderen Code kriegt. Und zwar könnt ihr mit dem Code SENA2 aber Mindestbestellwert von 79 Euro 2 Sets zum Preis von einem kriegen. Also das günstigere Set kriegt ihr geschenkt. Boah, ich fühle mich so richtig Influencer-YouTuber typisch mäßig, wenn ich das so SENA2 sage. Falls euch das interessiert, steht da nochmal alles in der Infobox. In der Infobox ist auch ein Link zu den Sachen und zu dem Shop. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von dieser Jogginghose krass begeistert gerade, weil sie ist super weich von innen. Sie sieht einfach richtig gut aus. Ich habe die Jogginghose und das Top beides in HS und ich würde behaupten, dass die Jogginghose qualitativ sich genauso anfühlt wie meine Adidas Jogginghose, die halt auch super viel gekostet hat. Und ich war überrascht, dass die Jogginghose so dick ist. Also I like, I love, würde ich euch empfehlen. Das Set gibt es in 2 Farben. Ich fand das Beige aber cooler. Aber ich finde, es sieht halt richtig schnieker aus und ich mag irgendwie, dass man hier so den Anfang der Muscles bzw. so vom Fett sieht. Und das hier kann man eben selber schnüren, was ich auch super, super cool finde. Und genau wie die Hose aus dem letzten Video hat diese Jogginghose auch 2 Innentaschen auf der rechten Seite. Was halt für mich besonders praktisch ist, weil ich ja immer meine Insulinpumpe irgendwo befestigen muss. So habe ich halt eine normale Tasche und eine Handytasche bzw. wo ich meine Pumpe reinstecke. Auf der linken Seite gibt es eine ganz normale Tasche. Auch hier sind die Taschen schön tief. Also da passt noch ein großes Handy rein. Wie gesagt, Frauentaschen sind viel zu klein meistens. Das finde ich sehr, sehr nice. Und ich mag das Top, weil es ist in der S und selbst obwohl ich kein BH trage, habe ich das Gefühl, es hält meine Brüste gerade so ein bisschen in Platz, in Space, wie sagt man das, in da, wo sie sein sollen. Also das Set mag ich richtig gerne und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie ich das viel, sehr viel tragen werde. Wenn ihr dazu nähere Infos haben wollt, schaut einfach in der Infobox. Da findet ihr dann alles. Und falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Apropos Fashion. Ich habe gar nicht daran gedacht, aber eigentlich sind auch die iCrush-Sachen wieder voll mein Favorit. Habe ich übel vergessen. Warte mal, ich hol mal ganz kurz den Schmuck. Und zwar hatte ja auch iCrush mir letzten Monat Sachen zugesendet. Die habe ich in einem Video gezeigt. Ich verlinke euch das mal auf dem i, da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr Nahaufnahmen und Infos zu den Preisen und zu der Firma haben wollt. Ich habe das erste Mal ja Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres mit iCrush kooperiert und ihr wisst, ich liebe den Schmuck. Und ich habe wirklich den Schmuck so, so viel getragen, seitdem sie mir das zugesendet haben. Vor allem tatsächlich diese kleinen Kreolen. Ich trage generell super viele Goldkreolen und die mit dem Stein fand ich halt echt super niedlich. Habe ich wirklich viel getragen. Oder aber auch die Kreolen, die ich gerade trage, also dieses Trio. Aber auch die silbernen Kreolen oder das Armband oder die Kette, die ich trage. Das ist alles von iCrush und ihr wisst, ich liebe den Schmuck. Wenn euch das genauer interessiert, wie gesagt, guckt auf dem Video. Also das ist gerade keine Kooperation mit denen, sondern das ist ein tatsächlicher Favorit. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Thema Beauty. Da habe ich mir alles hier drin gesammelt. Ich würde sagen, wir fangen mit
Make-up-Art. Ich habe diese Foundation wieder für mich entdeckt. Ich hatte sie Anfang des Jahres, glaube ich, oder auch Ende letzten Jahres. Irgendwie kann ich das gerade nicht auseinanderhalten. Super viel getragen. Das ist die Lotte London Selfie Ready Medium Coverage Matte Foundation in der Farbe Toasted Almond. Man konnte zeitweise vor einigen Jahren Lotte London bei Rossmann kaufen. Das gibt es nicht, aber man müsste sie noch online bestellen können. Und sonst in Großbritannien gibt es sie auf jeden Fall noch. Alter, ich werde in diesem Video so viel rausschneiden müssen, weil ich mich gerade so oft verspreche. Als ich die damals gekauft habe, habe ich sie nicht so viel getragen, aber mittlerweile liebe ich sie halt wirklich, weil sie einfach so hautecht aussieht. Und ich hatte das auf jeden Fall Anfang des Jahres in Videos auch schon erzählt, weil es ist eine wirklich Medium Coverage. Sie ist super leicht zu verwenden. Sie sieht so echt aus. Das ist heftig. Also man sieht gefühlt nicht, dass man Foundation trägt. Und wenn man einen Glowy Primer oder sowas drunter trägt, dann adaptiert das sozusagen den Glow. Also dann mattiert es nicht tot ab oder sowas, sondern es nimmt halt im Prinzip die Matte von davor auf. I don't know. Irgendwie, ich liebe sie einfach gerade. Und ihr wisst, ich liebe eigentlich meine Kiko Foundation voll, aber ich mag hier irgendwie noch die Applikation sehr, sehr gerne, weil das hat halt einfach so eine Squeezy Tube und das kann ich einfach in mein Gesicht geben. Klar geht bei Kiko auch, aber da meinte ich auch schon, dass dieser Applikator mir ein bisschen zu wenig Produkt aufnimmt. Die gemischt mit der Kiko Foundation, das war auch richtig schön, habe ich auch richtig viel getragen, aber teilweise eben auch sie einzeln. Sehr, sehr großer Favorit, falls ihr die irgendwo online findet, kauft sie euch. Apropos Make-up, ich hatte zu Black Friday auch eine große Kiko-Bestellung aufgegeben. Ich habe dazu jetzt kein extra Video gemacht, weil ich sogar noch 2, 3 Videos in Vorlauf habe, die ich vor 2 Monaten gedreht habe. Einfach, weil ich nicht im Schneiden hinterherkomme. Deswegen habe ich zu dem Kauf einfach kein Video gedreht. Aber auf jeden Fall habe ich mir unter anderem den Kiko Mood Boost 3-in-1 All-Over Stick geholt. Den hatte ich monatelang schon in meinem Warenkorb, aber habe ich nie bestellt. Der hat jetzt, glaube ich, 2 Euro gekostet. 5 Euro. Alter, mein Kopf. Ich glaube, der hat jetzt ungefähr 5 Euro gekostet. Und ich habe den in der Farbe 02 mir geholt. Da leider ein paar Farben ausverkauft waren. Meine Güte. Ich wollte eigentlich eine andere Farbe, aber ja, die Farbe sieht jetzt wirklich überhaupt nicht spannend aus. Und es ist auch winzig. Es ist eigentlich so groß wie ein Lippenstift. Und deswegen war ich erst skeptisch. Aber diese Farbe sieht ausgeblendet wunderschön aus. Obwohl er so matt in der Verpackung aussieht, ist er super cremig. Also wenn man den aufträgt, der ist wirklich instantly volle Farbe da. Und man kann ihn super schnell, super weich ausblenden. Das ist heftig. Er ist offiziell für Wangen, Lippen und Augen. Ich würde die Farbe jetzt nicht unbedingt auf meinen Augen auftragen. Und auf meinen Lippen kann man sie auftragen. Aber da fühle ich, also mag ich das Finish nicht ganz so sehr. Aber als Cream Blush, oh mein Gott, das ist so schön. Ihr wisst, ich liebe Cream Blush und das ist einfach so heftig, wie weich der ist und wie schnell der sich auch einfach ausblenden lässt. Gefühlt braucht es halt keinen Aufwand und der ist wunderschön. Als ich den das erste Mal getragen habe, hat mein Freund mich angesprochen, du trägst aber ganz schön viel Blush. Und ich war so, ja, weil ich ihn testen wollte und der ist einfach bomb. Liebe es. Ihr müsst es noch im Sale geben und es gibt ein paar andere Farben auch noch. Wenn ich das interessiert, schaut mal vorbei. Im gleichen Kauf habe ich mir auch den Sculpting Touch Creamy Stick Contour geholt. Den gibt es in 2 Farben. Ich habe ihn mit der dunkleren Farbe 201 geholt, weil die hellere Farbe orangestichiger war. Ja, sie war auch etwas heller, aber ich wollte lieber dann die etwas kühlstichigere Farbe. Sorry, falls mein Hund bellen hört. Es gibt von dieser Reihe Foundations, Blush, Highlighter Stick, whatever. Die sind aber relativ teuer. Also die kosten irgendwie 10 Euro, was ja für Kiko-Verhältnis relativ teuer ist. Hier seht ihr auf jeden Fall die Farbe und ihr seht, glaube ich, auch, dass es relativ kühlstichig ist. Kühlstichig, ja genau, Sena. Graustichig. Und auch der ist einfach super cremig. Wirklich, ich hätte es nicht erwartet, weil ich es von Conte-Produkten gewöhnt bin, dass sie sich nicht so gut ausblenden lassen, wenn sie flüssig oder cremig sind. Aber das Ding ist heftig. Man trägt es auf. Es ist gefühlt wie Butter auf der Haut und es lässt sich so gut ausblenden. Das habe ich noch nie erlebt. Könnt ihr mal gucken, wie viel Produkt da drin ist. Ist schon gut. Kann man machen. Und für die Qualität des Produktes würde ich jetzt im Nachhinein noch 10 Euro ausgeben. Es hat nur beim Kauf ein bisschen weh getan. Aber ich verwende den, seitdem ich ihn habe, so, so oft. Man kann damit auch eine richtig schöne Nasenkontur machen. Obwohl der etwas dunkel ist, geht das halt sehr, sehr gut. Die Farbe ist halt einfach perfekt. Es ist die perfekte Mischung aus warm und kühl. Liebe ich, würde ich euch wirklich ans Herz legen. Und ja, es gibt bald ein Full-Face-Kiko. Ich hatte bei meiner Douglas-Bestellung eine Probe von dem Anayake Umisu Parfum for her. Auf jeden Fall, ich habe hier auch nur noch die Probe, aber dieser Geruch, oh mein Gott, ich Parfum reizt mich gar nicht. Ich interessiere mich kein bisschen dafür, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe zwar immer welches, aber ich trage auch nicht unbedingt jeden Tag Parfum, weil, aber das riecht so schön. Es riecht fruchtig, aber vor allem blumig, aber auch sehr frisch. Ein bisschen naturell, super schwer zu beschreiben. Riecht auch ein bisschen wie so eine
BB-Creme oder Nivea-Creme. Voll der geile Geruch. Da habe ich auch meinen Freund gefragt, wie er ihn findet. Er meinte also, ist okay. Aber ich finde den Geruch wirklich gut. Und wie gesagt, Parfum reizt mich eigentlich gar nicht. Aber das werde ich mir wahrscheinlich in groß kaufen. Und es kostet irgendwie 70 Euro oder so. Ich blende euch mal ein, wie das im Groß auf jeden Fall aussieht. Das ist richtig schön. Also wenn ihr noch einen guten Geruch sucht und von der Beschreibung euch das gerade zugesagt hat, geht mal zu Douglas und testet das. I like. Ich habe jetzt schon ein paar Videos erwähnt, dass ich von Balea Med dieses Gesichtswasser total mag, weil es sehr, sehr simpel ist, relativ günstig ist und seinen Job gut tut. Der Job davon ist im Endeffekt, die Haut darauf vorzubereiten, auf die Pflege danach, den pH-Wert zu neutralisieren und die Haut zu beruhigen. Macht es sehr, sehr gut, mag ich sehr gerne. Habe ich auch gerade eins auf Vorrat, weil das fast leer ist. Auf jeden Fall feiere ich das sehr und ich habe auf Instagram gesehen, dass Balea diese Range erweitert hat. Und dann habe ich mir schon vor 2 Monaten das Balea Med Ultrasensitiv Beruhigendes Intensivserum geholt. Habe es aber erst vor 1 Monat angebrochen, weil ich noch ein anderes leer gemacht habe. Hier sind 30 Milliliter drin. Wow. Ich persönlich hasse die Pipette. Ich hasse die Handhabung mit der Pipette. Ich mag das nicht. Weiß, es war mal fancy. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn Balea das zu einem Pumpspender ändert. Aber mal abgesehen davon war ich echt positiv überrascht. Es riecht leider so ein bisschen nach Pappe oder halt wie so... Ja, wie halt unparfümierte Sachen riechen. Aber ich mag unparfümierte Sachen sehr gerne, weil ich ziemlich schnell allergisch auf Dinge reagiere. Das heißt, es stört mich jetzt nicht immens. Und ich muss sagen, beim ersten Mal auftragen hat es mich viel mehr gestört als jetzt. Heißt, Geruch ist okay. Dieses Serum ist so feuchtigkeitsspendend und ist wirklich krass, wenn man danach noch eine Creme drauf gibt. Ich habe das Gefühl, dass es eines der wenigen Produkte ist, die wirklich was gegen meine trockene Haut tun. Weil es auch so eine sehr gute Mischung ist zwischen einem fettbasierten Produkt und einem wasserbasierten Produkt. Das ist einfach richtig krass und das kostet 5 Euro. Also ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe ja sonst das von Isana verwendet, das Aquaserum, was ich immer noch sehr, sehr gut finde. Das ist sehr wasserbasiert und das ist ein bisschen reichhaltiger, weswegen ich das jetzt erstmal nachkaufen werde, solange meine Haut noch so trocken ist weiterhin. Krasse Überraschung. Und weil ich das dann so gut fand, bin ich nochmal zu DM und habe mir Cremes gekauft. Diese Serie hat irgendwie 3 oder 4 Cremes. Bin hingegangen mit dem Wunsch, eine Urea-Creme zu suchen. Ich wusste nicht, ob sie eine haben, aber ja, sie hatten eine. Und zwar einmal habe ich mir die Balea Med Ultrasensitiv Intensivcreme Urea mit 7% Urea und die Balea Ultrasensitiv Antifaltentagescreme mit Lichtschutzfaktor 15 geholt. Was soll ich sagen? Ich habe sie erst seit einer Woche im Gebrauch und ich weiß, dass ich sie jetzt schon liebe. Diese Verpackung so hässlich. Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass ich das trotzdem verwende, weil ich bin wirklich ein krasser Verpackungsmensch. Aber sie sind so gut, dass ich sie mir safe nachkaufen werde. In beiden sind 50 Milliliter drin und sie haben, glaube ich, beide um die 3-4 Euro gekostet. Und die Verpackung ist aus 50% recyceltem Material, was ich sehr schön finde. Habe ich schon gesagt, dass es vegan ist. Das mit Urea habe ich mir geholt, vor allem als Nachtcreme, weil ich habe gerade nur die von Embryolusse, die ich verwende, aus Paris. Oh, die ist mir nicht reichhaltig genug für die Nacht. Und ich wollte eine mit Urea, weil ich ja diese trockenen Patches teilweise am Mund und an den Augen habe. Und ich war jetzt nochmal beim Hautarzt und die war halt so, ja, kann man nichts machen. Kannst du Cortison rausschmieren und that's it. Meine Mutter verwendet aufgrund von Neurodermitis schon jahrelang Dinge mit Urea. Deswegen dachte ich mir, probiere ich das auch mal. Und ich finde es wirklich, sie ist richtig schön reichhaltig, ohne zu greasy zu sein. Sie zieht schön ein. Und wirklich, wenn ihr trockene und sehr schnell gereizte Haut habt, probiert diese Creme aus. Sie kostet nicht viel und sie ist bomb. Und dann dachte ich mir, wisst ihr was, ich hole mir auch noch eine neue Tagescreme, weil die von Embryolusse ist gut. Und trotzdem... Irgendwas stört mich ganz Zeit. I don't know. Weil ich tatsächlich langsam Falten kriege. Können wir dazu sagen, ich bin 19 geworden. Okay, und ich hab hier eine übel schlimme Falte und ich werde alt. Habe ich mir die geholt, weil die hat Q10 und Hyaluronsäure, was ja beides sehr gute Inhaltsstoffe sind. Und Lichtschutzfaktor 15. Ja, das ist nicht viel. Aber wenn ich ehrlich bin, ich trage ja sonst gar keinen Lichtschutzfaktor auf, weil ich es einfach irgendwie vergesse. Beziehungsweise die ich habe, sind so, die peelen sich oft ab. Und ich verwende die halt dann immer nur, wenn ich mir denke, ich muss. Und 15 ist nicht viel, aber wenn man darüber Make-up trägt, ist 15 okay. Weil Make-up bildet auch nochmal eine Barriere zu der Sonne. Das klingt gerade so, als hätte ich keine Ahnung, richtig, als wäre ich richtig dumm. Aber das hat mein Hautarzt gesagt, dass Make-up auch irgendwie als Lichtschutzfaktor funktioniert. Diese Creme ist so leicht gelblich und riecht leicht zitronig. Die andere riecht relativ neutral. Genau, die haben keine Farbstoffe und kein Parfum drin, was wie gesagt sehr schön ist. Und die fühlt sich so gut an. Die ist auf der Haut, die gleitet so schön über die Haut und dann ist sie richtig schön moisturiert. Das Einzige, was ich hier negativ anmerken könnte, wäre, dass nach wenigen Minuten, also so nach 20, 30 Minuten, meine Haut langsam ölig wird durch die Creme. Aber das finde ich nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, sehr trockene Haut derzeit habe. Wenn ich keine trockene Haut hätte, wäre mir das, glaube ich, zu viel. Aber wenn ihr trockene Haut habt, try it. Okay, ich habe noch 2 Beauty-Favoriten. Einmal von XX Revolution, der Cloudburst Priming Serum. Das hatte ich in meinem... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, das habe ich ja in meinem Video getestet. Nein, dieses Video ist immer noch nicht online. Das Video dazu, wo ich das teste, kommt noch online. Habe ich mir auf jeden Fall geholt vor einiger Weile. Ich finde den richtig gut. In dem Video war ich mir, glaube ich, noch nicht so sicher. Aber er ist richtig schön. Auch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, was ich, wie gesagt, derzeit brauche. Er ist glowy, ohne Glitzerpartikel unbedingt drin zu haben. Also er ist glowy, aber wirklich, weil er reichhaltig ist und nicht aus Glitzergründen. What I like. Ich verwende eigentlich nicht so viel Primer, aber den habe ich
ganz gut schon verwendet. Man sieht auch, da ist ein bisschen was weg. Finde ich gut, würde ich empfehlen. Kaufe ich mir eventuell nach. Und das letzte Beauty-mäßige kam in dieser Dose hier. Und zwar ist das dieses Pinselset von Nude by Nature. Das war irgendwie bei Amazon bei den Black Friday Deals runtergesetzt. Und ich habe das Set hauptsächlich wegen aufgrund von diesem Pinsel, whatever, geholt. Aber ich muss sagen, ich finde auch die anderen richtig gut. Das sind sehr, sehr interessante Pinsel, weil der hier, den habe ich mir geholt mit dem Gedanken an Concealer. Und das hat auch eine richtig schöne Größe für Concealer. Nicht zu klein, nicht zu groß. Die beiden Pinsel in der Mitte sind echt perfekt für Eyeliner-Sachen und Lidschatten. Und den äußersten Pinsel hier, da war ich mir erst nicht sicher, für was ich ihn nutze. Und jetzt verwende ich ihn zum Ausblenden meiner Nasenkontur, wenn ich Creme konturiere. Finde ich sehr, sehr schöne Pinsel. Ich finde es ein bisschen weird, dass es Eco Tools ist, aber dann in einer Plastikdose kommt, die kein Mensch braucht. Und das heißt, man soll sie irgendwie nach einem halben Jahr wegwerfen oder sowas. Das werde ich jetzt mal nicht machen. Finde ich gute Pinsel und ich muss sagen, hat in mir Interesse geweckt, mehr von Eco Tools auszuprobieren. Sehr nice Pinsel, würde ich euch auch empfehlen. Offensichtlich empfehle ich euch alles, was ich hier zeige. Das ist mein Favoritenvideo. Und das war's mit Beauty-Favoriten. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf Musik und Serien eingehen. Ich schaue nicht wirklich Serien, weil ich es oft als meine Zeitverschwendung ansehe. Aber zwei Serien fand ich richtig gut. Zum einen habe ich Arcane gesehen, was ja sehr gehypt war. Falls ihr das nicht kennt, Arcane ist die Serie von Riot Games, also passend zu dem Spiel League of Legends. Erst hat mich die Serie nicht gecatcht, weil ich fand die Grafik nicht besonders schön oder der Zeichenstil. Aber dann habe ich es gesehen und ich fand die Serie doch echt ziemlich gut. Und freue mich auf die nächste Staffel. Es ist eine sehr spannende Serie, sehr gut gemacht. Kann ich euch empfehlen, selbst wenn ihr keinen LOL gespielt habt. Wenn ihr LOL gespielt habt, ist es halt noch ein bisschen cooler, weil man die Charaktere wiedererkennt, aber geht auch ohne. Und die Intro-Musik von Arcane hat Imagine Dragons gemacht. Oh mein Gott, Imagine Dragons ist halt einfach Bay. Die machen so gute Musik. Ich liebe sie. Ich liebe die alte Musik. Ich liebe die neue Musik. Love them. Und wirklich, ich feiere das Lied so hart. Immer wenn ich das jetzt irgendwo sehe, bin ich so am Mitsingen. Wegen GEMA kann ich das hier nur anspielen, weil sonst kriege ich Probleme. Aber ich spiele es euch gerne an. Ich schwöre euch, ich fühle dieses Lied so hart. Ich liebe es. Selbst wenn ihr Arcane nicht schaut, hört euch dieses Lied an, falls ihr Imagine Dragons mögt. Das ist bomb. Und noch eine Serie. Ich hatte lange nach einer Serie geschaut, weil mich, wie gesagt, vieles gar nicht interessiert. Dann habe ich vor einigen Tagen, ich glaube vor ein oder zwei Wochen, die dritte Staffel von Sex Education angeguckt. Und eigentlich, ich hatte die mehrfach angefangen und war so, weil es kam mir so teenie-mäßig vor und ich habe mich gefühlt zu alt dafür gefühlt. Aber dann habe ich mich doch drauf eingelassen und ich bin gerade noch in der dritten Staffel. Aber ich muss sagen, hey, diese Serie ist klasse. Sie ist schon für ein jüngeres Publikum ausgelegt, also Jugendliche. Und es ist immer noch awkward, 20-Jährige zu sehen, die 17-Jährige spielen, aber... Ist eine sehr bekannte Serie, werdet ihr wahrscheinlich kennen. Wenn nicht, handelt von Otis und Maeve und seiner Mutter. Und es geht halt um Sex Education, was soll man dazu sagen. Ich mag die Serie tatsächlich extrem gerne aufgrund von der Landscape. Ich weiß nicht, wo die das gedreht haben, aber es soll auf jeden Fall in der UK spielen. Und das Haus von denen ist so schön und auch die Naturaufnahmen. Das ist tatsächlich ein Grund, warum ich die Serie echt gerne mag. Und ich finde die Art und Weise wirklich gut. Das Thema ist halt nicht ganz meins. Finde ich ein bisschen lame. Falls ihr so Serien kennt, die in die Richtung gehen, aber vielleicht ein bisschen... älter sind vom Inhalt, könnt ihr mir gerne empfehlen. Und das waren auch alle meine Favoriten vom Dezember. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ein oder zwei Sachen interessieren euch. Ihr könnt gerne in der Infobox vorbeischauen. Vergesst auch nicht, in der Infobox vorbeizuschauen, wenn euch die Sachen von Ocean Apartment interessieren. Da könnt ihr, wie gesagt, mit dem Code SENA2 das zweite Set gratis bekommen. Und falls euch generell die Sachen interessieren, guckt in meinem letzten Video vorbei. Das habe ich euch auch auf jeden Fall verlinkt. Da zeige ich euch noch ein anderes Set. So, falls ihr jetzt nicht genug von mir bekommen habt, dann dürft ihr gerne, ich weiß nicht, auf welche Seite ich muss, aber dann dürft ihr gerne hier irgendein anderes Video noch von mir schauen oder mich hier abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen und ich freue mich auf die nächsten Videos, das Ende des Jahres und eventuell auch ein Jahresfavoritenvideo. Schreibt mir gerne, ob ihr das wollt und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!